heute ist das ein bisschen anders, aber doch wieder nicht anders. Ich will es euch gleich erklären. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Sommer ist bei mir so, da ist draußen mein Wohnzimmer, meine Küche, ich bin im mehreren Tag draußen, ich zupfe irgendwo um und um und das wird zurückgeschnitten und das wird umgepflanzt oder weiß ich was. Und der Haushalt drinnen, Putzen und so Sachen, das bleibt meistens ein bisschen auf der Strecke. Man sagt, ach, das geht noch und das geht noch und das geht noch. Und irgendwann sagt man, nein, das kann ich nicht mehr lassen. Und dann bin ich so ein Typ, der was dann alles gleich macht. Da wird dann gewischt und Fenster geputzt und Vorhänge gewaschen und allen drum und dran an einem Tag. Und wenn ich das fertig habe, bin ich immer so froh, dass ich mich selber belohnen muss oder will. Und dann mache ich mir meistens eine schöne Deko oder was ich gerade im Garten gesehen habe. Irgendwas, was mir einfach gefällt, wo ich erfreut habe, das was ich dann hinstellen kann. Und genau sowas möchte ich euch heute zeigen. Also für meine eigene Deko, außer ich habe so eine ausgefallene Idee oder irgendwas, das mache ich dann immer speziell. Aber für mich selber, daheim, habe ich so gewisse Gefäße, die was ich immer wieder verwende. Das ist euch vielleicht einmal schon einmal aufgefallen, so wie die Schollen da. Die habe ich in dreimal habe ich die. Und die stecke ich immer wieder anders. Haben wir schon mal gemacht. Ich habe schon einmal eine Osterdeko mit denen gemacht. Dann, was war da noch? So ein modernes Gesteck mit Weiß. Dann haben wir gehabt die Flying Dutchman. Ja, und die verwende ich einfach immer wieder. Und wenn ich für mich selber das mache, dann bleiben die Gefäße gleich. Ich stecke es nur ein bisschen unterschiedlich. Oder je nachdem, was gerade im Garten Saison hat. Was für eine Farbe, was für eine Blumen, die hole ich mir dann zu mir heim eine. Und das mache ich dann nicht so riesenaufwendig, weil nach so einem Putztag, muss ich ehrlich sagen, ist man ein bisschen fertig. Und dann mache ich mir einfach was Liebes, was schnell geht und was schön ausschaut. Also wie ihr da seht, ist gerade die Hortensie, die Astilbe, der Majoran wunderschön am Blieren. Und die habe ich da reingegeben, also ein Lilienort noch dazu und einfach so länglich gesteckt. Das kommt bei mir zum Beispiel in den Vorraum. Und da mache ich jetzt ein bisschen anders, aber es ist das gleiche Gefäß, ein bisschen andere Blumen, da sind auch wieder Hortensien. Einfach was bei mir im Garten ist, ein bisschen Getreide habe ich, ein bisschen Lavendel. Und sowas habe ich mir gerichtet, das haben wir schon einmal gehabt, ein Gesteck, wo man einfach so wickelt. Die verschiedensten Sachen, da kann man Gräser nehmen, da kann man Blätter nehmen, aber das kann man euch gerne verlinken, dann seht ihr, wie das gemacht wird. Da habe ich mir einfach sowas gerichtet und da mache ich mir einfach in mein Gesteck so einen Bogen drüber. Das ist dann ein bisschen die Höhe und da unten mache ich mir halt mein Gesteck. Wie immer fange ich unten mit den Blättern an. Ich habe da die unterschiedlichsten zusammengesammelt, was jeder hat im Garten oder was er sich sammelt oder was er sich natürlich auch kauft. Wie ihr seht, stecke ich mir da einfach den Untergrund aus. Aber das kennt ihr ja eh schon, wie das funktioniert, glaube ich. Das ist jetzt gar nicht so was Besonderes oder Aufregendes, sondern ich will euch einfach nur sagen, wie bei mir das ist, wie ich das mache, wenn ich mir für daheim etwas mache. Also Deko ist bei mir eigentlich fast immer, irgendwo steht immer irgendwas. Und das ist halt, wenn ich so einen anstrengenden Tag gehabt habe oder einen Putztag gehabt habe, da steht oft ein bisschen mehr um und um. Für mich ist das eine Art Belohnung. So, wie ihr seht, habe ich schon die unterschiedlichsten Blätter genommen. Und dann gehe ich einfach durch meinen Garten und schaue, was habe ich, was gefällt mir, wie ist das gewachsen, auf das kommt es auch viel drauf an. So wie da mit dem Bogen, das ist auch so mit dem Bogen gewachsen, das kann ich wunderbar da aufgeben zum Beispiel. Also bei den Sachen, das muss man ein bisschen berücksichtigen, ein bisschen schauen. Der hat die Schwingung schon dabei und das passt ja da wunderbar dazu rein. Dann habe ich zum Beispiel so Funkienblüten, die sind aber noch ganz knospig. Die habe ich mir auch ein paar abgeschnitten. Die sechs gebe ich auf der anderen Seite in der Rundung mit rein. Dann habe ich so einen richtigen Bogen, der hat von beiden Seiten wie so einen Torbogen an Umwachsenen. Und dann so ein bisschen kürzer. Jetzt habe ich meinen Bogen da umschlungen und jetzt mache ich unten die Basis. Da kommt bei mir die blaue Hortensie rein. Der ist jetzt gerade so traumhaft schön. Also, und ich bin echt ein Hortensien-Fan. Ich habe wirklich einige bei mir im Garten und ich versuche die immer vor zu vermehren. Und da sind wirklich die traumhaftesten Formen. Und den muss man einfach ein bisschen zu sich einholen.
habe ich eigentlich für meine nächste Idee, für meine Videoidee, schon Lavendel geholt. Und den will ich auch da ein bisschen meinen eigenen Gesteck ein bisschen verarbeiten. Ich finde, das passt da wirklich sehr gut. Gerade was so alles Saison hat. Riecht auch sehr gut, wenn man es drinnen dann aufgestellt hat. Also wie gesagt, das ist wirklich zusammengesucht, was habe ich. So mache ich daheim auf die Schnelle meine Deko, wenn nicht gerade ein besonderes Projekt ist. Dann habe ich ein bisschen Getreide aus der Umgebung. Das kommt auch dazu rein. Das ist dann natürlich nie gleich. Weil immer wieder andere Sachen sind. Und dann entsteht automatisch immer wieder was Neues und was anderes. Obwohl eigentlich immer wieder das gleiche Gefäß ist. Und das taugt mir einfach irgendwie, aus den verschiedensten Sachen ohne Riesenaufwand etwas zu machen oder weiß ich was kaufen zu müssen. Wenn ihr vielleicht daheim ein Lieblingsgefäß habt oder ihr seht irgendwo eins, wo ihr denkt, mit denen kann ich mir vorstellen zu arbeiten, mit denen kann ich viel anfangen, da habe ich schon beim Kaufen Ideen, dann nehmt das an, zweimal gleich das Gefäß und dann könnt ihr immer wieder variieren oder so ähnlich aufstellen. Also ich mag das halt gern. So, ein paar Mohnkapseln habe ich auch noch. Oder in meiner Schwingung, in meinem Bogen dazu eine. So. Jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, wie meine eigene Deko abläuft. Meine Putzbelohnungsdeko nenne ich das. Also sowas zum Beispiel, die Vorder- und die Hinteransicht kann man auf beide Seiten stellen, passt gut auf einen länglichen Tisch oder so irgendwas. Bei uns im Haus ist so eine Art ein bisschen Bauernstuben-Zimmer und da ist mit Blau alles drinnen und ich finde, das passt nachher sehr gut dazu. Also mit dem Gefäß, gell? Und da ist eigentlich das gleiche Gefäß und wie ihr seht, schaut das schon wieder ganz anders aus. Es ist nur ein bisschen anders gesteckt, es hat andere Form, das kommt bei mir ins Vorhaus. Ja, und so funktioniert das bei mir daheim. Das ist immer ein bisschen, es muss immer ein bisschen was sein. Ist mein Dick. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Freude gemacht, ein bisschen Inspiration. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ah, gutes Putzen.